In diesem Video zeige ich euch, wie ihr euch so einen tollen Organizer für all eure Nähmaterialien nähen könnt. Ich finde dieses Teil total toll, weil ich in meinem totalen Chaos versinke, wenn ich nähe. Und so habe ich meine Nähmaterialien immer griffbereit und ordentlich verstaut. Und wie das geht, das seht ihr jetzt. Als erstes braucht ihr einen Kleiderbügel. Dabei ist es ganz egal, welche Form er hat oder aus welchem Material er besteht. Ich benutze dafür ein Gestell aus festem Draht, weil mir der einfach am besten gefällt. Dann braucht ihr Stoff für die Fächer vorne drauf. Ich habe jetzt hier zwei verschiedene genommen. Ihr könnt aber auch nur einen Stoff nehmen oder jedes Fach aus einem anderen Stoff machen. Dann braucht ihr Filz in der Breite eures Kleiderbügels. Ich habe ganz normales Bastelfilz genommen mit der Stärke 3 mm. Ich habe es jetzt erstmal relativ lang gelassen, um hinterher einfach gucken zu können, wie lang ich es letztendlich haben möchte, wenn ich verschiedene Fächer drauf genäht habe. Und man kann es ja hinterher immer noch kürzer machen. Als erstes habe ich mir die Stoffstücke für die einzelnen Fächer zugeschnitten. Legt dafür die einzelnen Materialien auf den Stoff. Dann schneidet ihr in der entsprechenden Größe drumherum und gebt aber an jeder Seite 1 cm Nahtzugabe hinzu. Wie ihr seht, habe ich das Stück Stoff nicht so lang zugeschnitten, wie die Schere lang ist, sondern etwas kürzer, damit ich auch immer sehe, welches Material in dem Fach drin ist und es auch einfach besser rausholen kann. Das macht ihr jetzt für alle Materialien, die ihr in den Organizer packen wollt. Ich habe jetzt alle Kanten mit der Overlockmaschine versäubert, damit die Kanten nicht ausfransen. Ihr könnt das auch mit einem Zickzackstich machen oder auch ganz weglassen. Als nächstes bügelt ihr alle Kanten 1 cm nach innen. Dafür nehmt ihr am besten erst die äußeren Kanten, also die Seitenkanten, dann die untere. Es kommt hierbei auch nicht ganz genau darauf an, dass es jetzt 1 cm ist, aber einfach nur, damit die Kanten auch schön sauber sind. Zum Schluss macht ihr die obere Kante, auch 1 cm. Die obere Kante wird jetzt einmal hier entlang festgenäht und zwar dient das dafür, weil die obere Kante ja hinterher offen ist und damit die Nahtzugabe hier nicht rumflattert. Die anderen Kanten werden ja festgenäht, wenn ihr das Ganze auf das Filz drauf näht. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, meinen Filz zu teilen und zwei Organizer zu machen. Die haben dann beide die gleiche Länge und zwar 52 cm. Und als nächsten Schritt ordne ich jetzt die einzelnen Fächer auf dem Filz an. Wenn ihr beim Aufstecken merkt, dass ihr irgendwie doch zu wenig Fächer habt, könnt ihr einfach noch welche dazu machen. So habe ich es jetzt auch gemacht. Wenn ihr das auch aufsteckt, achtet darauf, dass ihr vielleicht die Teile einmal auflegt, beziehungsweise die Materialien auf die Fächer drauflegt und guckt, wie viel Abstand ihr nach oben noch zum anderen Fach braucht, weil, wie ihr hier jetzt seht, kann ich hier oben ja kein Fach mehr hinmachen, weil das Lineal so lang. Zur oberen Kante lasst ihr auf jeden Fall 6 cm Platz. Das wird nachher der Umschlag für den Bügel. Wenn ihr alles aufgeteilt habt und festgesteckt habt, näht ihr die Fächer jetzt fest. Und das macht ihr einfach knapp hier an den Kanten entlang einmal rum, beziehungsweise oben natürlich offen lassen, damit ihr noch die Teile reintun könnt. Wenn ihr jetzt alle Fächer aufgenäht habt, kommt jetzt der Bügel dran. Dafür legt ihr die obere Kante des Filz um den Kleiderbügel und klappt euch das hier ungefähr 3 cm, 3,5 habe ich jetzt, um und steckt euch das fest. Ich wollte das eigentlich mit der Maschine nähen, allerdings hat meine Maschine gestreikt und das nicht genäht, weil das einfach zu dick ist und es ist auch ehrlich gesagt ein bisschen schwierig wegen dem Bügel. Ich habe mich dann dazu entschieden, das von Hand zu nähen und zwar habe ich mir dafür an diese Kante hier Markierungspunkte gemacht mit so einem Markierstift. Immer im Abstand von 1 cm.
Um gut durch das dicke Filz durchzukommen, habe ich eine relativ dicke Nadel genommen und den Faden habe ich doppelt genommen, am Ende geknotet und steche jetzt einfach an den Markierungspunkten mit der Nadel und dem Faden ein. So sieht es dann von der rechten Seite aus und das mache ich jetzt die ganze Linie entlang. Von rechts sieht das Ganze jetzt so aus und von der linken Seite sieht das Ganze so aus. Hier seht ihr die Markierungspunkte, da habe ich immer mit der Nadel eingestochen. An beiden Enden habe ich es dann nochmal ein bisschen verknotet, damit die Naht auch hält. Und das war jetzt auch der letzte Schritt, das heißt, der Organizer ist fertig und ihr könnt ihn an die Wand hängen und bestücken, wie ihr möchtet.